Rein. Also, herzlich willkommen hier zur GML Abriss Party zum Viertelfinale von Blutspur, dem Zippo-Clan gegen die Ludolfs. Oder Ludolfs, so rum muss man es ja sagen. Boah, Danke, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Blutspur habe ich ja schon einmal gestreamt, da haben sie eigentlich gewonnen. Sehr schön gewonnen auch die Ludolfs. Kenne ich nicht. Muss man mal gucken, wer hier so mit dabei ist. Domi, Bandalok, Grupa, Heroes, Grupa, Domi. Also viel derselbe Spieler wahrscheinlich oder zwei mit sehr vielen Accounts. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kenne den gegnerischen Clan nicht. Wir werden hier auf jeden Fall erstmal, Moment, eine kleine Wette noch reinhauen. Vorhersage. Also, wer gewinnt? Blut. Ah, wir müssen hier natürlich noch phänomenal den Titel ändern. Sonst wird das natürlich nichts. Ja, viel zu spontan heute Abend. Wie gesagt, bin gerade erst daheim angekommen. Kurz noch mit der Frau geschnackt. Und dann haben wir hier losgelegt. Also, was haben wir? Natürlich zeige ich den Drei-Stern-Angriff noch. Also, GML-Abriss-Party, Viertelfinale. Wie gesagt, Blutspur gegen die Ludolfs. Hier der erste Fight von Top 7. Ihr seht schon, ein Hybrid. Nee, kein Hybrid. Einen Queen Walk Mina. Okay. Habe ich in den letzten 3 Tagen noch gar keinen gesehen. Besonders nicht auf die Rathausstufe. Sehr schön. Das ist mal was Neues. Kann man natürlich auch mal angucken. Also, gucken wir mal hier rein. Also, das mit der Queen, das sieht schon mal richtig gut aus. Läuft da wunderschön rein. Der Gegenfunnel hier mit den zwei Loons hat auch schon mal sehr schön gepasst. Jetzt zieht die Queen da nach unten, soll natürlich hier zum Rathaus rein. Eventuell sogar zum Adler. Mal gucken. King wird wahrscheinlich mit Kaserne außenrum gespielt. Ah, das eine Schwein ist dafür, die Clanburg rauszuholen. Das sollte doch funktionieren, sollte genug sein. Also was kommt raus? Zweimal Eisgolem. Oh, hätte den Wut gar nicht gebraucht. Für die Eisgolems. Die können da natürlich nicht viel machen. So, ihr seht schon. Die Queen hat da keine Probleme. Und jetzt kommt von oben rein King. Mit dem Mina-Part. Natürlich die Kaserne mit dabei. So, die Vorhersage müsste jetzt auch laufen, also alles gut. So, King räumt auf jeden Fall schon mal schön auf. Jetzt muss er gucken, dass er hier die Mina definitiv in der Burg, eine Burg sage ich schon, im Dorf hält. Also das läuft. Das sieht hier richtig gut aus. Das könnte definitiv ein Dreier werden. Den Warden hat er schon gezündet, relativ früh. Die Queen zieht da rein. Holt dann wahrscheinlich noch den King raus und die Schweine sollten jetzt hier aus dem Inferno Turm Kleinholz machen, also das sieht gut aus hier. Richtig stark, da fangen wir gleich mit einem Dreier an. Genauso muss das sein, sehr schön. Also Hut ab, kann sogar noch einen Heil und einen Frost zwecken. Das nenne ich mal eine super Leistung. Einer der besten Fights, die ich bisher auf Rathaus 11 gesehen habe, in diesem Turnier, das muss ich wirklich sagen. Okay, hier kann ich nicht zugucken. Ah, ich liebe das Spiel. Also ich würde euch den Fight gerne zeigen, aber es geht nicht. Da braucht wahrscheinlich das Programm hier noch ein bisschen. So ist das manchmal. Kann ich leider nicht ändern. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt geht's. Sehr schön. Also, was haben wir hier?
auch einen Queen Walk mit einem Pekka-Smash hinten dran. Das war sicherlich so gedacht, dass die Queen zu den Truppen läuft. Das ist nicht so gut. Der Multi bleibt stehen. Das heißt, er wird jetzt hier nach und nach die Truppen wegnehmen, wenn sich nicht die Bowler drum kümmern. Oben seht ihr schon, die Queen läuft hier wunderbar in die Luftabwehr rein. Also das war definitiv nicht der Plan des Ganzen hier. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Und der andere Multi steht auch hinter der Mauer. Da muss er gucken, dass er jetzt irgendwie die Truppen da reinbekommt. Aber das sieht nicht wirklich danach aus. Und der Adler kann da natürlich nach und nach immer schön drauf hauen. Das ist schade. So, vielleicht haben jetzt die Schweine da ein bisschen Glück, aber ich mag es bezweifeln. Gegen die ganzen Teslas läuft das hier natürlich sehr suboptimal. Vielleicht hat er noch genügend Truppen hinten raus. Er hat auf jeden Fall noch einen Frost dabei. Das heißt, wenn die Queen da reingeht, kann das hier definitiv noch ein Dreier werden. Also sehr schön. Und Bubble Clash. So, Queen zieht da rein. Ah, jetzt zieht die erste hoch. Ist das mal ärgerlich. So, also hier geht es wirklich. Oh, was macht er? Nein, doch erst frosten, wenn die Queen drin ist. Aber das sieht trotzdem gut aus. Das sollte reichen. Die Bogies sind davor. Der Warden ist noch mit dabei. Also alles gut. Sehr schön. Nochmal 3 Sterne, aber das ist natürlich richtig geil. Ich danke. Ich will nicht spähen. Das gehört sich nicht. Wir können uns die Dreier gerne anschauen, aber definitiv werden wir hier nicht irgendwelche Sachen ausspähen oder sonst irgendwas. Also müssen wir mal gucken hier. Also. Blutspur gegen die Ludolfs. 8 zu 5 nach 3 zu 2 Fights. Hier den einen Triple, den haben wir schon eben gesehen. Hier gab es einen 2-Sterne-Angriff von Domi, 93%. Hier gab es Captain Cloak, 75%. Was haben wir hier noch? Sky, 100%. Und Top 7, auch 100%. Den haben wir schon gesehen. Deswegen werden wir uns den Fight von Sky jetzt hier noch in aller Ruhe anschauen. Nebenbei noch ein bisschen laufen lassen. Ich muss ja noch 1-2 Einstellungen machen, damit der Stream auch flüssig läuft. Ich war ja gestern auf Montage. Heute bin ich heimgefahren. Deswegen habe ich hier leicht andere Einstellungen, weil das Internet hier einfach ein bisschen schlechter ist. Leider. Aber auch das soll euch nicht interessieren. Das kriegt man auch hin. So, das läuft alles. Also ihr seht schon, natürlich Blitze, Hexen am Start. Sieht man eigentlich sehr häufig. Es funktioniert, deswegen nimmt es natürlich jeder, ist ja klar. Diesmal eine Kaserne, kein Holzwerfer, man hat also Mauerbrecher hier mit am Start. Was auch sehr ungewöhnlich ist, aber ist definitiv auch mein Favorit. Die funktionieren und man weiß, wo man in die Base reingeht, das ist ganz wichtig. So, King mit drinne. Der Gift ist definitiv sehr gut gesetzt. Die Clanbox so gut wie alles drin gewesen. Sehr schön. Die Queen zieht da auch mit rein. Der Warden ist hier sehr gut gezündet. Da waren viele Truppen drin. Und darauf kommt es an. Und durch die Blitze hinten raus ist ja schon alles raus. Also sollte er hier auch kein Problem mehr haben. Unten die Tesla-Farm. Die kann natürlich hier gegen so viele Skelette, gegen die ganzen Hexen überhaupt nichts ausrichten. King noch mit dabei. Queen kann noch mit gezündet werden, die dann da reinzieht. Also sehr schöner Fight von Sky. So will man das sehen. Wir wollen natürlich viele Dreier sehen. Das Ding soll spannend werden bis zum Schluss. Und wie gesagt, ich kann euch nicht wirklich sagen, wer hier der Favorit ist, weil ich es einfach nicht weiß. Also wir wissen ja, dass das hier 3 Sterne werden. Deswegen gehen wir mal raus zu King Rupa und gucken uns den Live-Fight an. So, was haben wir hier? Auch Blitze und Hexen. Aber nur 4 Blitze und ein Beben für den einen Multi. Der andere Multi wird nicht weggeblitzt. Interessant. Der Tunnel wird auf jeden Fall super hier ausgebildet. Ihr seht schon, das passt schon mal. Und jetzt kommt der Holzwerfer rein. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der Holzwerfer hier gut gesetzt ist und vor allem, ob er auch wirklich bis hinterkommt. Das sieht auf jeden Fall schon mal gut aus, was hier gut läuft. Die ganzen Holzstämme fallen hier auf den Multi drauf. Das heißt, der Multi wird mit rausgenommen und dann geht es hinten raus.
Und es reicht eigentlich schon, wenn er die nächste Mauer aufmacht, um da durchzugehen. Und da sollte dann eigentlich alles sein, was er hier benötigt. Jetzt muss er nur sehen, dass die Truppen da auch wirklich reinlaufen. Ihr seht schon, der King läuft nach oben. Das ist nicht ganz so gut. Aber das passt doch schon. So viele Truppen wieder reinlaufen. Der Hund kann nicht wirklich viel ausrichten. Die Queen ist leider ein bisschen abgedriftet, aber das sollte trotzdem nichts ausmachen. Bin ich mir eigentlich fast sicher. So, das sieht gut aus. So, mal gucken hier. Sehr schön. Der King jetzt oben gezündet. Da könnten wir vielleicht noch den ein oder anderen Bogey spielen, dass da was draußen langläuft. So, jetzt hat er natürlich hier ein bisschen Pech, dass da noch ein Magierturm ist. Den muss er sehen, dass er den irgendwie wegbekommt. Sehr schön, der Warden hat mal gute Arbeit geleistet. Da ist noch ein Tesla mit dabei und der Warden haut ab. Ein Tesla sage ich schon, der X-Bogen. Der macht hier natürlich richtig Ballett. Und die Queen schon gezündet, der King da oben. Das sieht nicht so gut aus, das wären glaube ich keine drei Sterne. Sehr schade, da reicht es hinten raus einfach nicht. Da ist die Queen abgezogen, dadurch, dass die Queen abgezogen ist, hat er dann in der Mitte ein bisschen Power verloren. Ihr seht schon. Ärgerlich, ärgerlich. Auch wenn der King jetzt da oben ist, macht das nichts. Was ist jetzt los? Ah, kurzen Zucker. Nichts Schlimmes, gut. Hat mir gestern auch sehr häufig, dass dann einfach das Spiel angehalten hat und nichts mehr gemacht hat, obwohl der Stream hundertprozentig durchgelaufen ist. Also sehr schade. Hat auf jeden Fall hier noch Glück, dass da unten die zwei Bogies sind. Jetzt müssen wir noch gucken, ob die es auch wirklich schaffen. Was der King oben rausholt, ist vollkommen egal. Wenn die Bogies es nicht schaffen, auf zwei Steine zu kommen, dann wird das hier leider nichts werden. Oh. Ich glaube, das wird nichts. Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Das ist natürlich richtig kacke. Um es mal auf Deutsch zu sagen. Das darf natürlich hinten raus eigentlich gar nicht passieren und besonders nicht bei den unteren Rathäusern. Da müssen sie sich was ausdenken, da müssen sie versuchen, hier definitiv auf mehr Sterne zu kommen. Sonst kann das hier richtig, richtig in die Hose gehen. Lizub, grüß dich. Ist nur One-Hit. Also, jeder hat genau einen einzigsten Angriff. Nicht mehr und nicht weniger. Ah, ist das ärgerlich. Tja, ich kann auch nichts dagegen tun, ne? Da war einfach ein bisschen Pech dabei, dass der King außen rumläuft und auch noch die Queen. Der Baby hat natürlich sehr schöne Arbeit geleistet, aber das war noch nicht ausreichend, dass die Truppen da wirklich reingehen. Und es war wieder so, dass der Holzwerfer zu langsam war und deswegen die Truppen abgedriftet sind. Das haben wir jedes Mal gesehen bisher. Wahrscheinlich schaut mir keiner zu, damit sie es mitkriegen würden, aber ihr müsst definitiv auch beim Holzwerfer eventuell ein paar Mauerbrecher davor spielen, dass das niemandem oder dass da die Truppe noch wirklich da reingehen, wo man will. Haben wir jetzt schon so oft gesehen. Das ist wirklich schade. Also wir haben jetzt noch 12 Minuten für jeweils einen Fight. Der wird dann sicherlich, denke ich mal, gleich kommen. So, wir gucken mal hier. Alles läuft sehr schön. Ist, wie gesagt, sehr ärgerlich. Das Halbfinale, das erste, ist morgen Abend schon um 20.30 Uhr. Ich kann euch ja gleich sagen, wer das ist. Roffel gegen... Moment... Aktivsektor, genau, morgen
Also morgen 20.30 Uhr Aktivsektor gegen Roffelkartoffel um 20.30 Uhr. So wie es aussieht, wird das Perry Gaming streamen. Ich glaube, ich habe da erstmal genug gestreamt. Hier 4 Tage am Stück. Das ist für mich schon sehr viel. Bin ja noch nicht so lange dabei. Ist ja, wie gesagt, alles noch Neuland für mich. So, aber jetzt können wir uns mal hier ganz kurz drum kümmern. Das nächste Match hoffentlich am Samstag. Die Halbfinale sind alle entweder Donnerstag, also das eine ist Donnerstag. Und dann hat man noch maximal Freitag oder Samstag. Das würden dann hier Blutspur oder die Ludolfs gegen 3 Star Only. Die sind richtig stark. Die haben ja hier 28 Sterne geholt im letzten Fight. Das war eine geile Leistung. Oder waren es nur 27? Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren die richtig stark. Die haben die ersten 7 Fights alle getrippelt. Und bei den 1-2 anderen, da war ein bisschen Pech dabei. Ein bisschen Glück. Und natürlich mit dem Einsatz von den Zaubern, was wir da ganz oft gesehen haben. Ah, interessant, Gargamel. Also wie gesagt, das wird auf jeden Fall ein richtig hartes Halbfinale. Der Gegner hier von Blutspur oder den Ludolfs können sich definitiv warm anziehen. Müssen da richtig viele Dreier raushauen, damit das was wird, gegen euch dann ins Finale einzuziehen. Aber wie bei allen anderen Sportarten, es beginnt bei Null und jeder muss seine Leistung bringen, dass er dann es auch schafft, ins Finale einzuziehen. Ich hoffe mal, das Finale ist dann am Montag, weil Montag hatte ich eigentlich vor, wieder zu streamen. Und da könnte ich natürlich das Finale streamen und ich habe ja schon alle Viertelfinale gestreamt. Ich habe die Vorrunde gestreamt, da wäre das natürlich schön, aber morgen habe ich einfach mal keine Zeit. Ja, lasst euch jetzt nicht von diesem einen Monster hier beeinflussen. Das passiert einfach mal und ab und zu hat man einfach mal Pech. Wir haben es ja auch schon gesehen bei anderen, dass dann der Golem einfach vor die Mauer gelaufen ist und alle Truppen einfach außen rum gegangen sind. Und das war definitiv eine Katastrophe. Kann man aber auch nichts machen, wenn die einfach mal da reinlaufen, weil eine halbe Sekunde zu spät der Bogiturm fällt oder sonst irgendwas, dann hat man eigentlich schon verkackt den Fight. Das ist dann manchmal so. So, jetzt haben wir noch knapp 9 Minuten und ich war wieder sensationell cool dabei, habe mir nichts zu trinken mitgenommen. Aber ich denke mal, ich schaffe es schon hier irgendwie zu überleben, die knappe Stunde, die ich noch streamen kann hier, das Fight. Wie gesagt, das ist ja 1 Stunde 8. Ab einer Stunde, ab 60 Minuten haben wir alle 5 Minuten einen Fight, was natürlich sehr schön ist für uns. Da wird es dann definitiv nicht langweilig. So, ihr seht schon hier, 3 Fights hier auf der Seite, 3 Fights auf der Seite. Jetzt kommt hier der nächste Fight. Von den Ludolfs, Heroes auf den Leviathan. Mal gucken, den Queenwalk-Hybrid auf Rathaus 13. Okay, die Blimp für den Multi. Oh, ihr müsst Glück haben, dass ihr hier kommt. Nicht an! Oh, oh, oh. Das ist eine Katastrophe. Dann schmeißt doch jetzt wenigstens den Wut drauf oder einen Frost. Die ganzen wird's noch was? Andi, grüß dich. Also da hat er jetzt mal richtig Schwein gehabt, dass das noch reingelaufen ist. Aber wo will denn der Supermauerbrecher hin? Ja, okay, das sind halt überall Lücken. Deswegen läuft er da so phänomenal beknackt. Oh, du musst unten die Kanone rausnehmen, dass die Queen da reinläuft. Oh, sehr schön. Also seit dem Update muss man wirklich sagen, läuft die Queen definitiv besser und sie läuft auch definitiv schöner in die Compartments rein. Das ist auf jeden Fall besser geworden. Boah. Puh, hat er Glück gehabt. Kurzen Aussetzer im Internet. Aber das kennen wir ja schon vom Spiel. Das haben wir ab und zu mal. Ich weiß nicht warum. Was wieder los ist. Ist natürlich hier auf dem Dorf, ist ab und zu mal das Internet schlecht und ihr seht, die Super Luckys holen phänomenal die Queen raus. Außen der King ist auch schon weg. Das wird hier, glaube ich, nicht so viel. Da hat er sich mit seinem Queen Walk und mit seinem King vor allen Dingen auf der Seite total verschätzt. Aber es hat ja schon beim Start hier rein mit der Plimp nicht wirklich hingehauen.
Sehr schöner Frost. Ist natürlich nicht wirklich sinnvoll, wenn die Truppe noch im Warden sind. Die hätte ein bisschen später spielen müssen, den Frost. Ah, was ist denn los mit Heroes? Der Multi bleibt stehen, das heißt, das wird da drüben nicht mehr viel. Jetzt muss er gucken, dass er hier in der Mitte so viele wie mögliche Sterne holt. Wenn er es schafft, die Heiler irgendwie hinter seinen Haupttruppen zu halten, dass der Scatter-Shot sie vor allem nicht rausnimmt. Niki Diki, grüß dich. Niki Diki, ja, alles richtig. So, den Roy zünden. Sehr schön, dann kann er da noch was rausnehmen. Dann kann das hier noch definitiv eine hohe Prozentzahl werden. Das wollen wir natürlich sehen. Kommt ja auch auf die Prozent an, haben wir ja auch schon gesehen. Blutspur? Nein. Aktivsektor ist ja nur weitergekommen, weil sie einfach bessere Prozente hatten als der Gegner. Da haben sie im letzten Fight einen Dreier geholt und sind dann dadurch weitergekommen ins Halbfinale. Na, ihr seht schon, das wären hier knapp über 80%. Ah, der Warden schafft es leider nicht. Mit Warden wäre das hier noch ein bisschen besser geworden. Aber so wird es, glaube ich, die 82, vielleicht noch 83 werden. Leider mehr nicht. Bauer Hermann, grüß dich. Schön, dass du auch dabei bist. Also, ihr seht schon, 83%. 4 Heroes gegen Leviathan. So. Also, mal gucken, was haben wir noch? Wir haben noch ein Fight. Und Blutspur, dem Zippo-Clan. Müssen wir mal gucken, wer hier sich noch rantraut. Vor Minute 60 und dann, wie gesagt, ab Minute 60, alle 5 Minuten, kommt dann ein Fight rein. Sollte es ein bisschen ruckeln heute Abend, hoffe ich, das könnt ihr mir verzeihen. Wie gesagt, ich bin gerade von Montage, also von Köln heimgefahren, Laptop aufgeklappt und angefangen zu streamen. War ein bisschen viel los auf der Autobahn, sehr erschreckend eigentlich für heute Abend. Normalerweise ist da immer weniger los. Aber ich denke mal, das können wir irgendwie verkraften. Ist ja momentan noch nicht ganz so schlimm. Ab 50% wird es schlimm, wurde mir gesagt. Vorher ist alles dem Internet zuzuschieben. Und hier auf dem Dorf bin ich ja froh, dass ich überhaupt Internet habe. Dass ich überhaupt WLAN habe. Ist eigentlich schon richtig gut. Ich glaube, schnelles Internet haben wir erst seit 3 Jahren. Vorher hatten wir eine 2000er Leitung. Das war natürlich mal richtig geil. So, Jungs, 3 Minuten noch für einen Fight. Wir haben es ja auch, da kommt er schon. Pat Dogs kommt rein mit Blitzen, mit Drachen. 7 Blitze, das heißt, er will hier die Queen rausholen und wahrscheinlich die X-Bögen. Nein. Okay, er will. Achso, okay. Da stehen zwei Luftabwehren schön nebeneinander. Sehr schön. Ein guter Plan. So läuft das schon mal richtig klasse. Jetzt muss er nur gucken, dass er hier nicht in irgendeinen Feger reinfliegt. Aber das sieht auch relativ gut aus. Ja, hier der Bogiturm, der stört mich noch ein bisschen. Aber wenn der weg ist, sollte eigentlich dem Drachenpart über das Rathaus hinweg nichts mehr im Weg stehen. Genau, der Bogiturm muss auch noch weg. Und dann holt der Elektrodrache normalerweise den Rest. Sehr schön. Sieht eigentlich gar nicht so aus, als ob er die Drachen von da oben reinspielen müsste. Das hätte der Baby auch fast alleine hingekriegt. So, interessantes Flugrichtung. Schaut es euch an. Jetzt gehen die da rüber. Wunderbar. Jetzt muss er hier noch sehen, dass er irgendwie die Queen rauskriegt aus dem Tornado und in die gegnerische Queen rein zünden gleich. Ah, die läuft da natürlich weg. Ärgerlich. Aber da sollte nichts machen. Die Drachen im Boot haben sie raus. Der Inferno ist raus. Also das läuft. Wunderbar. Jetzt kommt noch der Scattershot da von oben rein. Da müsste man genau noch ein paar Minions spielen. Jetzt aufpassen, wo er die Minions hinspielt. Wichtig ist, dass die hier so viel wie möglich rausholen. Den Drachen helfen, die Ecken freimachen. Und das sollte doch eigentlich hier nichts mehr sein. Schau da an. 1, 2, 3, 4, 5 Drachen. Der Stone Slammer hier noch mit dabei, also. Das sieht hier stark nach einem Triple aus. Also, wäre das dann der nächste Triple von Blutspur? Hut ab. Ganz wichtig, da unten die Triple zu holen.
Also da können wir uns festlegen. Bei 57 Sekunden kann natürlich hier nichts mehr passieren. Sauber. Paddox holt hier gegen Bubble Clash. Einen Triple. Das heißt, 11 zu 8 steht es jetzt schon nach den ersten vier Fights. Da müssen sich die Ludolfs definitiv strecken. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind auch die Ludolfs die ersten, die ihren Fight bei ca. Minute 60 durchführen. So, mal gucken. Mittlerweile pendelt sich ja alles ein. Internet läuft stabil. Sehr schön. Ab und zu muss ich mal gucken, wie es da alles noch zu kurzfristig. Aber das Spiel wollte ich natürlich streamen. Wäre ja schade, wenn alle Viertelfinals gestreamt werden. Nur eins nicht. Deswegen habe ich mich hier bereit erklärt. So, was haben wir jetzt hier? Einen Queenborg-Hybrid. So, kann man sich hier außen schön um den Hund kümmern. Und ihr seht schon, die Queen hat eigentlich schon Hauptziel erreicht. Der erste Stein ist sicher. Also mal gucken, was er hier vorhat. Will er da zum Adler rein, die Base dadurch richtig schmal machen und dann den Hybrid in so einen Multi reindrücken? Na, wir lassen uns... Was das für eine Wette ist. Du kannst wetten, ob Blutspur oder die Ludolfs gewinnen mit deinen Kanalpunkten. Wenn du das noch nicht gemacht hast, du kriegst quasi, wenn du einen Streamer zuschaust, Kanalpunkte für 10 Minuten, 10 Punkte oder irgend so ähnlich. Das kann man, glaube ich, auch einstellen. Ich habe da noch nicht so ganz durchgeblickt. Bin da dabei, mache das jetzt demnächst auch mal ein bisschen besser. Und da kann man Wetten abschließen, man kann Kanalpunkte einlösen. Zum Beispiel 500 Kanalpunkte und dann muss ich 10 Liegestütze machen oder irgend so ein Blödsinn. Da denke ich mir definitiv noch was aus, was man da machen kann. Aber jetzt die Wette läuft, wer gewinnt? Entweder Blutspur oder die Ludolfs. Und da kannst du quasi deine Kanalpunkte drauf wetten. Und je nachdem, wenn 500 Kanalpunkte auf den einen sind, 500 Kanalpunkte auf den anderen. Genau, dann hast du doch alles richtig gemacht. Im schlimmsten Fall sind Kanalpunkte weg. Kostet dich 0,0 gar nichts. Macht einfach nur ein bisschen Spaß, gegen die anderen zu wetten. Und natürlich dann mit den Kanalpunkten irgendwas hier einzulösen. Werden wir noch was zusammen ausdenken, mal gucken. Bin ja noch nicht so lange hier, deswegen habe ich da noch nicht so ganz den Durchblick. Aber das kriegen wir auch noch hin. Die Community ist ja richtig cool bei Twitch. Sind immer sehr hilfreich. Und immer voll mit dabei, deswegen kriegen wir das, denke ich mal, im Laufe der nächsten 1-2 Wochen hin, uns da was Cooles auszudenken, was wir da machen können. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie Dorfbesuch oder sowas mache. Das ist, glaube ich, nicht das Richtige für mich. Aber sowas wie One-on-One, also ihr löst 500 Punkte ein und dann komme ich zu euch und dann kämpfen wir mal gegeneinander. Das wäre natürlich cool. Also das sieht hier normalerweise richtig cool aus. 33 Sekunden, es könnte von der Zeit ein bisschen knapp werden. Von den Truppen her reicht das auf jeden Fall. Er muss nur sehen, dass er hier so schnell wie möglich durchkommt. Er hat natürlich nichts mehr da, was irgendwie hinten noch aufräumen kann. Ihr seht schon, ich glaube, das wird einfach ein Time-Fail. Ah, schaut es euch an, das wird knapp. Ah, jetzt haben sich die Miner schön aufgeteilt. Das könnte doch noch was werden. 4 Sekunden. Nein. Ist das ärgerlich. Richtig geiler Fight. Und da hat eine halbe Sekunde gefehlt. Der Warden schießt da einmal drauf. Das hätte den Ludolfs definitiv gut getan. Schaut es euch an. Ah, das ist ärgerlich. Emko auch wieder am Start. Grüß dich. Also, Blutspur hat jetzt die Chance, hier davon zu ziehen und es den Ludolfs richtig schwer zu machen. So, unten die Rathäuser sind schon alle raus, haben jetzt nur noch höhere Rathäuser, also 14 natürlich noch mit am Start, ein 13er, zwei 12er, die 11er sind aber schon alle raus. Hier haben wir noch einen 12er, einen 13er und auch die drei 13er da oben. Also sehen wir noch richtig schöne Bytes, hoffe ich doch mal. Ja, wann geht's weiter? Bei Minute 55. Ihr solltet ja das langsam mitgekriegt haben, wie gesagt. Die letzten zwei Tage haben wir ja die anderen
Viertelfinale gestreamt. Oh, ich bin so super im Namen. Ich muss mir das jetzt nochmal aufmachen. Ich kriege das immer nicht mit. Gmail. Links. Nein. Stream-Info. Ah, so super. Also, die Jungs sind definitiv hier bei der GML sehr gut organisiert, aber auch bei den anderen Turnieren ist das Niveau der Organisation richtig hoch. Ich kriege das ja so ein bisschen im Hintergrund mit, was da alles so läuft. Und da muss man einfach mal alle loben. Also, im ersten Viertelfinale hatten wir 3-Star-Only gegen Hand. 3-Star-Only war richtig stark, hat hier das Ding klar gewonnen, ist ins Halbfinale eingezogen, spielt dann hier gegen den Sieger von Blutspur gegen die Ludolfs. Je nachdem, wer gewinnt. Halbfinale ist dann Donnerstag, Freitag oder Samstag. Muss dann natürlich erst nach dem Spiel hier festgelegt werden. Und dann haben wir Aktivsektor, die mit knappen Prozenten gegen ClashCon gewonnen haben. Und gestern noch Roffelkartoffel gegen Tidelock Extreme. Hier der Gewinner Roffelkartoffel. Auch relativ stabil durchgezogen, das Ding. Spielen schon morgen Abend um 20.30 Uhr. Das Ganze wird übertragen, habe ich eben schon gesagt, von Perry Gaming. Also, wenn ihr da Interesse habt, das Halbfinale zu schauen, dann schaut mal bei Perry vorbei. Das wäre natürlich schön, da freut er sich. Lasst ihn einen schönen Gruß da von mir, falls ich es nicht schaffe, vorbeizuschauen. Hab eigentlich morgen Abend schon was vor und will mal mit Frau und Kindern Pizza machen. Das zieht sich dann immer so ein bisschen hin. Deswegen schauen wir mal also. Jetzt müsste es losgehen. Mal gucken, ich denke mal, weiter unten wird angegriffen, deswegen gehen wir schon mal dahin. Ja, dann schiebst du halt den Bogiturm von links nach rechts und schiebst da einen Magierturm hin oder sowas und dann ist die Base schon wieder was ganz anderes. So, was los? Jungs, auf! Spätestens bei 54 müsste angegriffen werden, sonst kann es Ärger bekommen, Ärger geben. Und das wollen wir natürlich nicht. Blutspur, hallo. Hallo, ihr müsst angreifen. Ach, spätestens bei 53. Okay, ich muss mal gucken. Normalerweise ist es immer so in einer Minute drin. Aber wir können ja immer die Regeln angucken. Nicht verpassen. Infos, Krieg. Abrissparty. Sehr schön. Also, jetzt geht's los. Leviathan kommt rein. Also haben wir definitiv alles drin. Was haben wir hier? Lavaloon. Geile Nummer. Mit Seps. Mal gucken, hier sicherlich die Queen mit dem Scatter-Shot rauszeppen. Drauf! So, das hat schon wieder super funktioniert. Jetzt dreht sich hier schon wieder was. Also prinzipiell muss bei 55 angegriffen werden. Man hat aber die Chance, plus minus ein paar Minuten anzugreifen. Ich will mal ganz kurz gucken. Das kriege ich mal hin. Also das hat jetzt erstmal mit den Blitzen schon mal gut gepasst. Die Queen ist zwar noch nicht ganz raus, aber der Kill Squad sollte es rausbekommen. So, ich lese nebenbei ein bisschen. Ah, jetzt geht die Queen raus. Das ist natürlich nicht schön. Die gegnerische Queen wird rausgenommen. Sehr schöner Frost. Und der Multi wird auch rausgenommen. Jetzt muss noch der Royal Champion den Scattershot rauskriegen. Und dann war das definitiv schon mal ein richtig geiler Anfang hier. So, und jetzt noch da drüben natürlich die Luftabwehr. Also das sieht schon mal gut aus. Den King kann er noch zünden. Das heißt, er fliegt richtig viel durch. Jetzt hat er natürlich ein kleines Problem. Der Hund fliegt jetzt einmal quer durch die Base. Wird dann also nicht viel leider die Loons schützen. Ein paar Loons sind hier geopfert, weil der wurden mal wieder etwas zu spät.
So, jetzt hat er hier ein bisschen Pech, dass alles um den Multi rumfliegt. Ah, da hat er nicht gut aufgepasst. Den Eilzauber hätte er sich sparen müssen. Weil jetzt fliegt er nämlich ganz langsam zum Multi hin und nach werden hier die Loons rausgenommen. Oh, jetzt muss er hoffen, dass hier der Magierturm dann hinten raus nicht die ganzen Loons runternimmt. Ihr habt schon gesehen, die sind alle relativ stark angegriffen. Aber jetzt schön viele Welpen mit dabei, also das sollte doch was werden. Der Magierturm ist abgelenkt, sehr schön, das hat funktioniert. Puh, das war richtig knapp. Die Loons, wie ihr seht, sind hier sehr stark angegriffen. Also, sehr starker Fight vom Leviathan. Blutspur macht hier definitiv keine halben Sachen. Da macht auch die Tornado-Falle da hinten raus überhaupt nichts mehr aus. Also zeitlich überhaupt kein Problem hier. Wunderschöner Dreier, muss man einfach sagen. Also jetzt schon 4 Sterne vorne. Das ist nicht schlecht. Also die Ludolfs müssen jetzt eigentlich in jedem Fight dreiern. So, der nächste Fight müsste dann auch schon gleich losgehen. So, mal gucken, wer sich hier, müssen natürlich auch hier rüber gehen. Was haben wir noch? 12, 13 und 3 14er. Ja, man will noch nicht. Lasst euch nur Zeit. Baut die Spannung ein bisschen auf. So, aber so langsam könnte es doch losgehen. Nicht, dass jetzt jeder hier sich so lange Zeit lässt. Das wäre natürlich doof. Jetzt geht's los. Meister Esko. Also, Queen Walk Hybrid. Okay, Queen Walk ins Rathaus rein. So sieht es auf jeden Fall momentan aus. Sehr schön. So, noch kein Giftzauber spielen. Die Clanburg kommt da noch raus. Da kommt noch irgendwas hinterher. Da kann noch ein Hund drin sein. Da können noch Superluckys drin sein. Oh oh, hoffentlich zieht die Bauhütte jetzt die Queen nicht weg. Nein, das hat gepasst. Also, da kommt ein Headhunter raus. Vorsicht. Sehr schön. Also, Headhunter raus. Jetzt muss die Queen hier nur noch langsam den Hund rausholen. Und ihr seht schon, da kommt King und die Clanburg. Das heißt, der Hybrid soll dann durch den Multi hinten raus Richtung Adler gedrückt werden. Das sollte eigentlich passen, wenn dann die Queen reingeht. Sehr schön. Das läuft. Da werden dann sicherlich noch ein paar Schweine aus der Clanburg rauskommen. Jetzt muss die Queen nur sehen, dass er da so schnell wie möglich die Luftabwehr rauszieht. Ah, da gehen ein paar Schweine raus. Das ist nicht weiter schlimm, da sie jetzt wieder zurückspringen und können da die Teslen rausholen. Also das sieht gut aus. Leider ist der King da draußen schon weg. Jetzt muss er irgendwie sehen, dass da irgendwas nach links außen läuft, um da den Multi rauszuholen. Respekt, das bekommt er sogar super hin und der Magierturm ist abgelenkt. Das heißt, die Schweinereiter können da sehr schön durchrennen. Auch wenn da ein paar durch die Luft fliegen, macht das glaube ich nichts. Ärgerlich ist aber hier, dass der Bogiturm auf die Heiler hinten schießt. Ihr seht schon, da sind natürlich viele Heiler betroffen. Das ist nervig. Ah, jetzt hat er hier versucht mit einem Magier eventuell noch seine Queen, die Heiler, zu schützen, aber ihr seht schon, das ist nach hinten losgegangen. Jetzt kommen die ganzen Skelette raus und dadurch hat die Queen da leider nicht mehr viel Spaß. Nun kann ich allzu viel machen. Jetzt muss er hoffen, dass sie hier die restlichen Truppen noch irgendwas reißen, aber ich mag es bezweifeln, dass das ausreichend ist. Hat jetzt nur noch einen Warden
Und den Babydrachen. Sehr schade, das wird nicht reichen. Jetzt auch noch der Babydrache raus. Ah, soll nicht so sein, wie Sie sich das vorstellen. So, lass mal noch durchlaufen. Wie gesagt, Prozente reichen hier dem Ludolfs nicht mehr. Sie brauchen Dreier. Natürlich erstmal dem One Star geschuldet und natürlich, weil einfach Blutspur momentan sehr, sehr stark ist, viele Dreier holt. Also Hut ab erstmal vor der Leistung. Aber Sie müssen das natürlich jetzt auch konsequent in den letzten Fights durchziehen. Dürfen sich da keinen Ausrutscher erlauben. Also seht's, 14 zu 12 und die Ludolfs haben einen Fight weniger. Das heißt, Blutspur hat jetzt hier die Chance, noch weiter wegzuziehen. Mal gucken, wer hier als nächstes reinkommt. Sollte eigentlich gleich losgehen. So, mal gucken hier. Da geht's los. Superhexenblitze. Und sehr geiler Blitz. Erbeben. Respekt. Der Beben war geil. Definitiv. Also, das läuft sehr schön. Und jetzt kommt er natürlich von der langen Seite da rein. Jetzt muss er sehen, dass er hier auch wieder mit dem Holzwerfer auch so weit kommt, dass das alles funktioniert. Haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesehen, dass das nicht so ganz hinhaut. Also, bin mir aber sicher, dass sie das hier definitiv hinbekommen. So, der Warden war schlecht. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Der war nicht gut. So, wir gucken mal hier. Sehr schön. Jetzt sehe ich ja wieder normal aus. Also, das läuft. Jetzt muss er gucken, dass hier irgendwas noch außen rumläuft. Und ihr seht schon, der Minenwerfer unten, der hat richtig Schaden gebracht. Das Rathaus sollte fallen. Da habe ich eigentlich keine Bedenken. Die Queen läuft außen rum. Ah, aber die ganzen Superriesen, die sind da draußen raus. Die müssen jetzt hier sehen, dass er irgendwie den Magierturm rausbekommt, bevor der Superriese da weg ist. Und dann wird das doch hier ein Triple, oder? Oben sind ein paar Skelette mit dabei. Also wunderschön. Der Zippo-Clan Blutspur macht hier weiter, wie sie schon angefangen haben. Ein Dreier nach dem anderen. Also da machen natürlich auch die paar Welpen da überhaupt nichts mehr aus. Respekt hier. Troll Town Hall 12 holt den nächsten Dreier. Das heißt, wir haben jetzt hier schon 5 Sterne Vorsprung. Das wird schwer. Ich glaube nicht, dass die Ludolfs das noch schaffen. Sie haben nur noch 4 Fights. Das heißt, sie müssen 4-mal trippeln und müssen hoffen, dass das Blutspur der Zippo-Clan hier nicht mehr dreiert und vielleicht noch einen One-Star hinhaut. Ich mag es bezweifeln. Sie sind sehr stark heute Abend. Und warum sollen sie das nicht weitermachen? So, jetzt haben wir noch 43 Minuten, das heißt noch knapp 3 Minuten, bis der nächste Fight kommt. Der Fight war jetzt hier relativ schnell durch. So, muss man kurz hier gucken, was hier so alles läuft. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Gestern hat mich ja auch ab und zu mal die Orga angeschrieben. Aber heute alles klar. Wie gesagt, der Gewinner hier von dem Match spielt dann am Wochenende irgendwann, die nächsten 3 Tage gegen 3-Star-Only, die auch sehr, sehr stark unterwegs sind. Also das wird definitiv ein Hammer-Duell. Das kann man sich wirklich mal anschauen, wenn man die Zeit hat. Und das Finale ist dann irgendwann Montag bis Mittwoch. Gott sei Dank nicht Donnerstag. Aber ich glaube, da könnte auch keiner streamen. Da würde auch keiner streamen. Manche wollen das. Mir ist das nichts. Das ist ein Familientag für mich. Schon seit Jahren deswegen. Wir müssen hier rübergehen. Also, 4 Fights haben wir noch. Ihr seht, 13 und 14. Das sind die Fights, auf die ich mich am meisten freue, weil ich ja, wie gesagt, so viele Rathaus-14er habe. Und da muss man sich mal was abgucken. So, nach so, ich gucken, wie viele Haustierchen hier mit dabei sind.
So, nach knappe 2 Minuten haben wir. So. Wer kann hier alles noch fighten? Also natürlich die Rathaus 14er und Apple unten. Und hier, wen haben wir hier noch unten? Den Gruber, Julix, Timo, Lukas und auf der anderen Seite Domi, Bandalok und auch nochmal den 99% Gruber. Hoffentlich ist das kein Programm und erholt sich hier. Den Dreier, der ganz wichtig ist für die Ludols. So, nach knapp einer Minute. So. So, die Ludolfs sind dran, also bleibt mal hier drüben. Da geht's schon los. 99% Gruber hat uns, glaube ich, gehört. Also, was haben wir? Queen Walk, Lavaloon, also die höchste Form hier zum Angriff. Plimp, zum Rathaus, auf den Feger aufpassen. Alles klar. Also sogar ein Blizzard am Start, ist das geil. So, holt das raus, alles rausgeholt. Und noch den Warden rausgeholt. Geile Nummer. So, mal gucken, jetzt geht die Quie. Oh. Das ist ja eine ganz wilde Nummer, was hat er sich hier ausgedacht? Also Royal Champion und King sollen da reingehen, sollen den gegnerischen Royal rausholen, sollen den gegnerischen Scattershot rausholen. Was macht die Queen? Das war eigentlich der perfekte Weg für die Queen. So, die Queen kommt jetzt rein. Die Queen soll dann Richtung Adler laufen. Also das funktioniert. Respekt, jetzt hat er natürlich ein kleines Problem. Die Helden sind alle noch am Leben, das heißt, er kann seine Heiler nicht spielen. Er muss hier warten, bis irgendwas auf die Queen drauf geht. Der Royal ist auch noch mit dabei. Das heißt, wenn er jetzt seine Heiler spielen würde, würden die erstmal quer durch die ganze Base fliegen. So. Das WLAN-Zeichen kommt mir heute ein bisschen oft vor, denke ich mal, im Spiel. Aber das habe ich schon von einigen gehört, dass das momentan richtig nervig ist. So, hat einen Jump dabei. Für die Queen will ich auf Nummer sicher gehen, dass sie nicht an dieser Riesenlücke vorbeiläuft. Was eigentlich momentan sehr selten passiert. Und jetzt kommt von links der Lava Loom Part rein. So, Wut ist auf der Queen drauf. Die Headhunter waren definitiv ein bisschen zu früh. Das ist ärgerlich. Aber er kann die Queen noch zünden. Das heißt, er wird die gegnerische Queen rausholen, da sie im Wut ist. Jetzt noch mit Frost geholt wird. Also sehr schön. Jetzt hat er eigentlich nur noch den Scattershot gegen sich. Der Warden war, glaube ich, zu früh. Ihr seht schon, der Scattershot holt alles raus. Ah, ist das ärgerlich. Was macht er? Der Warden war zu früh. Und ihr seht, er hat jetzt nichts mehr, was hier irgendwie seine Loons schützt. Aber was geil ist, ist die Eule. Und die Eule macht da richtig Ballett in der Mitte. Ah. Es geht weg von dem Inferno. Das funktioniert. Queen zünden, Queen zünden. Also das kann hier immer noch ein Triple werden. Der Warden bleibt am Leben. Warden, geh doch auf die Clanburg. Aber das wird was, das reicht. Also sehr starker Fight von Gruber. Respekt. Ein bisschen Glück gehabt da in der Mitte. Das hat mit dem Scattershot und mit der Warden Ability definitiv nicht gut ausgesehen. Aber er hat alles richtig gemacht. Und er hat gedreiert. Da hat man definitiv auch alles richtig gemacht. Also richtig geile Nummer hier. Kann verkürzen. Einen Dreier weniger. Aber ob das reicht, ich mag es bezweifeln. Blutspur einfach richtig mit dabei. Oh, Gruber ist auch hier am Start. Grüß dich. Respekt. Richtig geiler Fight hier. War das dein One-Star? Oh ja, war dein One-Star. Aber ärgerlich. Die Bogies vielleicht einen halben Meter ersetzen. Dann wären es ja wenigstens 2 Sterne.
Das war richtig Pech, dass da die Queen auch noch wegzieht, dass der King wegzieht. Das war ein bisschen am, sag schon, am Babydrachen geschuldet. Der war zwar richtig geil da draußen, hat aber nicht reingezogen richtig. Escorps vergessen. Das ist natürlich doof, ne? Aber kannst du machen nichts, musst du gucken zu, ne? So einfach ist das manchmal. War schon ein schöner Fight. Die Truppen eigentlich super in der Mitte, aber dann hat hinten raus so ein bisschen die Power gefehlt, weil die Queen halt weggelaufen ist. Warum, wieso auch weswegen immer. Kann man dann eh nicht mehr ändern. Aber definitiv die Bogies ersetzen, dann wären es wenigstens 2 Sterne. Das war schon ärgerlich. Aber dafür war der Fight jetzt richtig geil und Queen Walk Hybrid, Queen Walk Hybrid, sag ich schon, Queen Walk Avalon muss man natürlich erstmal so geil hinbekommen, dass das ein Dreier wird. Bei mir wäre das definitiv nichts gewesen. Da hätte ich schon Angst bekommen, dass ich da unten die Helden alle so zusammenspiele. Da hatte ich schon ganz kurz Angst, dass deine Heiler zu den anderen Helden fliegen. Aber du hast cool gewartet bis zum Schluss, bis alle anderen Helden weg waren und dann erst die Heiler gespielt. Ist natürlich geil, wenn man dann das Einhorn auf der Queen hat. So, ja, macht richtig die Seite, genau. Also das war richtig klasse gemacht, muss man sagen. Der Warden, meiner Meinung nach, ein bisschen früh gezündet. So, was haben wir jetzt hier? Tom, grüß dich. Also, ihr seht's. Queen Walk Hybrid. Sehr schön, lass mal ein bisschen laufen erstmal. Wir sind dabei. Wir unterstützen dich. Wir können auch gerne spotten, sind halt nur gefühlt eine halbe Ewigkeit hinter dir. Also, das läuft schon mal hier. Sehr schön, Queen läuft da rein. Jetzt muss er gucken, dass der eventuell nicht das eine Gebäude die Queen reinzieht. Oh, da ist da die Tornado-Falle. Die hätte ich da definitiv nicht erwartet. Aber das könnte ihm zum Vorteil werden. Jetzt geht die Queen da rein. Ah. Ob der der Giftzauber nicht ein bisschen zu früh war. Guckt euch das an. Jetzt kommen die ganzen Hattern da raus. Prost. Uff, der war knapp. Ah, das Einhorn ist raus. Deswegen mag ich das Einhorn hinter der Queen eigentlich nicht. Eben bei Gruber war es definitiv gut aufgehoben. Hier bei Julix war es, glaube ich, nicht so gut mit dabei, weil einfach direkt auf den Scattershot gelaufen ist und dadurch ist... Moment, jetzt müssen wir gucken, dass nicht die Mine alle da rausgehen, aber der Heilzauber kommt zur rechten Zeit, also alles gut. Jetzt sollte die Queen nach rechts ziehen, sollte da den ersten X-Bogen holen. Sehr schöner Frost. Sehr schöner Warden. So, Queen noch ein bisschen aufpowern, dass sie da drüben noch was rausholt. Der Hybrid sieht eigentlich relativ gut aus. Die Magier, der King, räumen da schön auf der Seite auf. So, hat er noch einen Zauber, hat noch einen Frostzauber. Er könnte also nochmal den Single Inferno frosten. Sollte er auf einen Helden gehen, aber nein, er entscheidet sich hier für den X-Bogen und für den Magierturm. Ich glaube auch, das war die richtige Wahl. Also, das sieht hier wieder gut aus. Nixi, grüß dich. Respekt, Julix. Das sollte hier eigentlich ein Dreier werden. Da sind noch so viele Truppen am Leben und nicht mehr so viele Gebäude. So, jetzt dreht sich ganz kurz mein Tablet wieder. Phänomenal, der Router ist 1,5 Meter neben mir. Aber dass das 3 Sterne werden, haben wir ja schon gesehen. Das war ein richtig starker Fight. So, was haben wir jetzt hier? Nach 7 Fights 20 zu 15 von Blutspur gegen die Ludolfs. Also lassen hier definitiv keine Fragen offen, wer das Ding hier gewinnen soll. Ich bin begeistert. Der nächste Gegner ist ja auch mit hier im Stream dabei und guckt zu, können sich definitiv da auf ein richtig geiles Halbfinale gegen 3-Star Only freuen. Das wird richtig hart, da bin ich mir sicher. Mal gucken, wann sie spielen, Donnerstag, Freitag oder Samstag sollte es gespielt werden.
Morgen Abend 20.30 Uhr Aktivsektor gegen Roffelkartoffel, so war es bei Perry Gaming, so ist es richtig. Also definitiv vorbeischauen, gucken, wer den das Finale schafft. So, hatten wir noch eine kurze Minute. Und dann müssten hier die Ludolfs wieder angreifen. Wie gesagt, den nützt eigentlich nur noch was, wenn sie dreiern und hoffen, dass der Gegner in irgendeiner Form und Weise hier Sterne liegen lässt. Aber wir haben es ja schon gesehen. Ich glaube nicht wirklich dran, dass das passiert. Einfach zu stark momentan. So wie das aussieht. So, noch knappe 50 Sekunden, also das soll doch was werden. So. Also. Haben wir noch ein Rathaus 13. 2 14er. Grube hat ja schon gesagt. Queen Chart Lalu kommt auf das Rathaus 13. Eben der Queen Chart Lalu. War geil. Besonders der Killsquad am Anfang mit King und Royal Champion. Der war mega. In die Queen rein. Und die Heiler so spät gespielt, dass die Heiler dann deutlich noch bei der Queen bleiben. Sieht man sehr selten. Meistens fliegen dann die Heiler einmal quer durchs Spielfeld. Und sind schon raus, bevor man irgendwie einmal irgendwas geheilt hat. So, also. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Rein da in die Schoße. Kommt auf, Jungs. Ja, lasst euch eine Zeit. Haben alle Zeit der Welt. So, Groba, komm, hauen raus. Wenn der Plan steht, kannst du nichts mehr verlieren. Und jetzt geht hier eigentlich nur noch voll drauf auf die ganze Sache. Wanderlock kommt hier rein. Was haben wir denn? Yeti Smash. Ohne Seps. Ohne Beben. Okay, er kommt von rechts rein. Direkt gegen eine Luftabwehr. Also muss er gucken, was er mit seiner Eule macht, dass sie da nicht zu früh rausgeht. Ja, ja, Gruber, ich weiß, einer noch von dir. Wir freuen uns schon drauf. Auf deinen Queen Walk. Oh, hier, ihr seht schon, Bandalog hat hier definitiv die Luftabwehr nicht mit im Plan gehabt. Die Eule leider schon raus. Die Eule ist eine richtig... Alles gut, wir haben dich schon verstanden. So, jetzt geht's hier rein Richtung Rathaus. Oh, das Jack hat es nicht geschafft. Ich finde das Jack beim King definitiv besser aufgehoben. Aber ist nur meine persönliche Meinung. So, wurden auf jeden Fall schon mal schön gezündet. Viele Truppen drinne. So, der erste Multi ist raus. Der nächste Jump ist drinne. Der Skater Shot sollte jetzt vom Roy rausgenommen werden. Sehr schöner Frost, den hätte man hier eventuell für den Skatter-Shot nehmen können. Richtig geiler Jump, schaut es euch an. Und der nächste Frost ist dann auch für den Skatter-Shot. Aber die Queen hat die Heiler dahinter. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Die Queen muss bei den Truppen mit dabei, sonst wird das immer nichts. Das ist einfach so. Wenn das beim Yeti Smash passiert, dann wird das hier immer nur ein Two-Star. Geil, und jetzt gehen die Heiler natürlich zum Warden. Also die Ludolfs haben definitiv heute überhaupt kein Glück. Ist das mal ärgerlich. Sehr schade, ihr seht schon, so viel Base noch übrig bei so wenig Truppen. Das heißt, das wird hier wahrscheinlich auch wieder nur ein Two-Star und wir brauchen definitiv Triple. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Wo kann er noch was hinsetzen? Ich sehe eigentlich nichts mehr. Und die Queen wird jetzt wahrscheinlich hier am Tesla noch vorbeilaufen. Das heißt, wird definitiv mindestens ein Timefail. Queen kann er noch zünden. Sollte er dann wahrscheinlich auch mal kurzfristig machen. Er hat nur noch eine halbe Minute. Und ja, okay. Auch die Prozente bringen natürlich nichts mehr. Er braucht ja den Triple.
unbedingt, um hier überhaupt eine Chance zu haben. So, und alles nur, weil die Queen wieder nicht dahin ist, wo sie hin sollte. Ganz einfach nur hinter den Haupttruppen herlaufen. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Also seht's, die Queen hätte es definitiv geschafft von der Power her. Aber nicht hier von der Anzahl der Truppen. Und das dauert dann einfach alles zu lange. So, und wenn ich mich nicht verrechnet habe, bei einem Triple sollte das Match schon entschieden sein. Man braucht jetzt hier noch genau 4 Sterne, um hier ins Halbfinale einzuziehen. Und dann kann man Blutspur schon gratulieren. Also wenn sie einen Triple holen, dann wird es für die Ludolfs einfach unmöglich, weil sie dann ja noch 2 Fights haben und irgendwie werden sie ja dann noch den einen Stern hinbekommen. Da bin ich mir sicher. Und sie haben ja momentan einen Lauf. Ihr seht schon hier, 6 Triple bei 7 Fights. Bisher haben das nur 3-Star-Only geschafft. Die hatten bei den ersten 7 Fights 7 Triple. Das war richtig hart. So, was haben wir noch? Einen 12er und 2 14er. Also warten hier noch ein paar Sekunden. Da geht's los. Don Lucas auf Gruber kann hier live im Stream sehen, wie seine Base gelegt wird oder wie seine Base hält. Mal gucken, was er hat. Hat er drüben 2 Multis auf einen Haufen. Greenwalk, Lavaloon. Mal gucken, was er hier sich so alles gedacht hat. Hat ein Beben mit dabei, hat ein Beben mit dabei. Sogar noch ein Unsichtbarkeitszauber. Das heißt, ein Beben aufs Rathaus, Unsichtbarkeitszauber auf den Royal. Daniel ist auch mit dabei. Servus. Wunderbarer Royal Champion. Der wird da jetzt aber, glaube ich, rausgenommen vom Giftzauber. Schafft es nicht mehr, die Luftabwehr rauszuholen. Und jetzt natürlich mit den neuen Bauhütten wird die Luftabwehr wieder aufgepimpt. So, jetzt muss er gucken, dass hier die Queen auch in das Loch reingeht. Und natürlich aufpassen, dass sein Einhorn nicht vom Multi rausgenommen wird. Aber ich glaube, da kann er überhaupt nichts machen. Eventuell einen Frost opfern, aber ist das Einhorn ein Frost wert? Ich glaube es nicht wirklich. Wie gesagt, genau deswegen spiele ich das Einhorn nicht hinter der Queen. Ist mir schon so oft passiert, dass genau das passiert. Eben bei Gruber haben wir es gesehen, da war es perfekt gespielt. Da war das Einhorn immer außerhalb von Multis und von Scattershots, aber so einen Weg zu planen, ist natürlich richtig hart. So, jetzt kriege ich ja noch Besuch hier. So. Also, das läuft schon mal gut. King hat außenrum richtig schön weggenommen. Hier ist leider die Luftabwehr stehen geblieben, aber das sollte auch nichts machen. So, der Multi da unten ist weg. Richtig schöner Wut. Kurz bevor hier die X-Bögen die Queen niederreißen. Ihr seht schon, 2 X-Bögen ist natürlich richtig hart. Auf der Queen. Und jetzt hier aufpassen. Wow, Respekt. Ist das ein geiler Unsichtbarkeitszauber? So, die Queen kann er sogar noch zünden. Was hier doof ist, ist hier, dass da unten die Luftabwehr stehen bleibt. Einfach nur, weil jetzt der Hund einmal quer durch die Base fliegt. Das sollte man natürlich im Normalfall verhindern. Ja, die Loons bringen dort 0,0. Der Feger ist einfach zu stark. Jetzt geht die Queen erst hin. Ah, ist das ärgerlich. Aber das sieht richtig gut aus vom Lukas. Ah, die Tornado-Falle spielt hier eigentlich gegen ihn. So, was hat er noch? Die Eule ist am Start. Die Eule blitzt alles weg. Was haben wir noch? Der X-Bogen macht hier richtig Trouble. Bleib auf der Eule. Bleib auf dem Warden. Dann nehmen dich die Minions raus. Aber nein. Das wird ein Time-Fail. Schade, Lukas. Schöner Fight. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Der X-Bogen hat gedefft. Gruber, Glück gehabt. 97% nur.
Aber man ist jetzt definitiv 2 Sterne näher am Sieg. Und man braucht nur noch 2, um das Ding zu gewinnen. Ihr seht, die Ludolfs haben nur noch 2 Fights, können maximal 6 Sterne holen. Das wäre 23, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, Gruber haut jetzt hier seinen Lavaloon raus, holt den Triple. Und dann nachher noch auf das Rathaus 14, den nächsten Triple. Ihr seht, unten hat er ein bisschen Pech gehabt mit seinem One-Star. Das war definitiv nicht so geplant. Da hat er ein bisschen Pech gehabt, dass er keine Supergops dabei hatte. Und natürlich, dass die Bogies zu spät gesetzt waren. Ah, da kann man sich, glaube ich, immer selber in den Finger beißen. Aber ich kann das nachvollziehen. Ist mir heute auch passiert. Hat auf einmal 3 Headhunter dabei. Und die Truppen, die ich extra gebaut hatte, die waren noch in der anderen Truppen drin. So, aber jetzt kommt Gruber. Queen Walk, Lavaloon. Auch hier wieder mit Seps. Und mit einer Plimp. Mann, Mann, Mann. Der hat ja total crazy Pläne. Also, das passt. X-Bogen auch raus. Nee, X-Bogen nicht raus. Alpha, nein, die Ludolfs können nicht mehr gewinnen. Also das würde dann schon sehr komische Züge annehmen, wenn hier die Ludolfs noch gewinnen. Ich hätte sie natürlich gegönnt, aber sie können einfach rein rechnerisch schaffen sie es nicht mehr. Also mal gucken hier. King kommt von links, King kommt, wenn es gut läuft, Richtung Rathaus. Queen wird da rausgenommen, sehr schön. Der X-Bogen macht da nicht viel. Ja, jetzt muss er hoffen, dass die gegnerische Clanburg hier nicht so viel Schaden macht. Nein, noch kein Gift. Super, noch kein Gift. Da ist doch noch was, irgendwas in der Clanburg. Hoffentlich keine Super Luckys. Sieht aber eigentlich stark danach aus. Da kommen sie raus. Frost auf, Frost auf. So, zünd die Queen, zünd die Queen. Oh, sehr stark. Ich hoffe, er hört mir nicht zu. Sonst bringe ich ihn noch hier total durcheinander. Aber es war auf jeden Fall perfekt reagiert. So, jetzt hat er noch den einen Eil hinten raus. Oder vorne raus. Ah, nicht beides gleichzeitig. Du hast noch hinten raus einen Scattershot, gegen die deine Loons fliegen müssen. Hoffentlich nehmen hier die Loons den X-Bogen rechtzeitig raus, aber die Heiler sind raus. Das heißt, die Queen ist raus. So, schon wieder Besuch. Das ist aber nett. So. Alles klar, die Frau musste noch hier das Kuscheltier vom Nachwuchs holen. Lag noch hier im Zimmer. Also ihr seht, jetzt ein bisschen Pech gehabt. Ich hätte nicht erst den Warden gespielt. Ich hätte, oder erst den Warden und den Eilzauber dann her, hinten raus gespielt. Ja, Gruber war riskant, aber was willst du machen? Du musst ja da reinhauen. Du musst hier irgendwie versuchen. Hat's ein bisschen Pech, dass du nach links den Mauerbrecher gespielt hast, nicht nach rechts zum Adler rein. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn die Queen da reinläuft. Sehr schade, aber du hast ja keine andere Wahl. Du musstest volles Risiko gehen. War aber sehr schön. Queen war lange mit dabei. Queen war lange mit am Start, aber du hast halt viele Zauber bei der Queen mit dabei. Deswegen ist hinten raus dein Lava Loompa dann sehr, sehr schwer unter Beschuss. Und mit einem Zauber ist das natürlich schwer zu machen. Der Giftzauber. Ja, hat ja auch erstmal super gepasst. Die Queen ist da schön reingelaufen, hat die Base schön klein gemacht. Links haben die Helden auch super gearbeitet. Du hättest den Giftzauber aber definitiv später spielen müssen. Der Giftzauber am Anfang war falsch. Du hast gesehen, da kamen mehr als 5 Einheiten raus. Das heißt, da war mehr als ein Hund drin. Genau, du hättest eigentlich schon beim Headhunter wissen müssen, wenn da noch mehr 4 oder 5 Einheiten kommen, dann weißt du genau, da ist definitiv irgendwas anderes drin. So, also 2 Sterne
Alpha, dasselbe Dorf wie gestern. Falls du es gestern nicht gesehen hast, schauen wir uns das dann gleich an in 16 Minuten. Jetzt haben wir hier volle Konzentration auf den nächsten Fight von Blutspur, die hier mit einem 2-Sterne-Angriff, mit einem 1-Sterne-Angriff schon alles klar machen können. Ihr seht, 6 Triple haben sie schon geholt. Also hier nichts anbrennen lassen. Richtig, richtig. Waren es nur 3 Kobis? Ich dachte, da waren mehr drin. Waren das normale oder waren das super Gops? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, der Hund wäre auch so schnell rausgekommen. Ist ja jetzt auch eigentlich vollkommen wurscht. Ich persönlich hätte den Gift nicht gespielt, weil da einfach noch zu viel in der Clanburg drin wäre. Und selbst wenn das ein Hund gewesen wäre, was da aus der Clanburg gekommen wäre, hättest du, glaube ich, mit den ganzen Welpen einen richtigen Arsch voll bekommen. Weil die können nämlich auch deine Queen ohne Probleme rausnehmen, wenn du da nicht aufpasst. So, jetzt was machen wir mal hier. Ein Electrone ist das geile Nummer. Die Base kenne ich. So, ein Feger nach rechts. Wo ist der andere Feger? Beide Feger nach rechts. Also muss er ja von oben kommen. Sehr schöne Nummer hier. Schaut euch an. Das wird eine geile Scheiße. Er klont den Elektrodrachen. Geil. Ah, warum klont er den Elektrodrachen? Also fragt mal Apple, warum er den Elektrodrachen geklont hat und nicht die Loons. Wenn er da die Loons klont und mit 2 Zaubern, da kommt da so viele Loons raus, da ist da in der Mitte alles platt. Eventuell sogar hier noch, hier drüben die Gebäude. Das ist natürlich richtig schade. So, jetzt will er natürlich mit seinen Helden Richtung Rathaus gehen, aber der Multi steht noch. Wer hat mich gedreiert? Marv, grüß dich. Mich dreiert man nicht. Oh, frühzeitig hier schon die Queen gezündet, eigentlich ohne Not. Jetzt Apple, auf jeden Fall. Hat er hier den Multi im Blick? Von oben kommt dann der Lavaloon rein. Er sollte einen Frost draufschmeißen oder einen Ei. Sonst holt der Multi hier mit Pech alle Loons raus. So, das hat schon mal gepasst. Sehr schön, oben der Frost. Jetzt hat er noch einen Eil hinten raus. Ah, Warden, geh rein, zünden. Sehr schön. Heil drauf, Heil drauf. Der Magierturm ist raus. Schmeiß doch den Heil. Jetzt kommt der Heil. Also, Blutspur macht hier kurzen Prozess. Lassen hier den Ludolfs überhaupt keine Chance. Gruber, da hast du leider recht. Die Gegner waren heute richtig stark. Also da muss man wirklich einen Sahnetag erwischen, um gegen so einen Gegner ranzuhalten. Das ist einfach so. Jetzt hat noch jeder einen Fight. Steht schon 25 zu 19. Also, das wird auf jeden Fall ein fettes Halbfinale. 3-Star-Only gegen Blutspur Zippo Clan. Die hatten 28 Sterne in ihrem Fight, in ihrem Match, 3-Star-Only. Haben den Gegner ungefähr genauso wenig eine Chance gelassen wie hier an dem Abend. Das heißt, das Halbfinale ist definitiv sehenswert. Da bin ich gespannt, wer das Ding für sich entscheiden kann. Moment, wir können hier auch. Boah. Hier fehlt zwar das Halbfinale, aber das kriegt man noch rein. Also, Aktivsektor gewinnt gegen Clash Kong nach Prozenten. Zieht somit ins Halbfinale ein. Gegen Roffelkartoffel, die relativ souverän gegen Tidelock Extreme gewonnen haben. Die auch im Halbfinale sind deswegen. Und das Halbfinale ist morgen Abend 20:30 Uhr bei Parry Gaming. So ist es richtig. Und
Wie gesagt, Montag hat 3-Star Only Hunt 0 Chance gelassen. Haben hier mit 28 Sternen den Halbfinaleinzug geschafft. Und jetzt, wie es aussieht, gewinnt Blutspur gegen die Ludolfs. Und zieht somit auch ins Halbfinale ein. Wann das Halbfinale gespielt wird, muss erst hier nach dem Match noch bestimmt werden. Und genau. Shialux, grüß dich. Ja, der Zippo-Clan. Blutspur hat hier wirklich kurzen Prozess gemacht. Richtig klasse Leistung. Waren einfach so stark heute. Da hätte man Sahnetag erwischen müssen, um da entgegenzuhalten. Und Grubber ist ja auch hier. Hat es da, hat's auch schon geschrieben. Hat auch eine starke Leistung gehabt. Ein bisschen Pech dabei. Besonders bei dem Monster. Moment. Machen wir mal hier das Bild weg. Alpha, mein Dorf kommt, wenn hier der CW rum ist. Also, wir können hier mal das Team anschauen. Also, Julix, Timo, Lukas, das sind die Rathaus 14er, Leviathan, Captain Cloak, Rathaus 13, Ebel und Roll, Town Hall 12 sind Rathaus 12 und unten die Elfer, Sky, Top 7 und Pat Dux. Und auf der anderen Seite hat man mit dabei Domi, Bandalog, den Gruber, die 14er, Heroes, nochmal Gruber, den 13er, Domi, Meisters Go, die Rathaus 12er und XM Blakes und oder ja und King Gruber und Bubble Clash als Rathaus 11er. Also Zippo Clan definitiv eine starke Leistung hier gebracht, haben jetzt noch einen Fight. Wir werden gleich in den Fight reinkommen, der als erstes startet. Ihr hört ja zu, also wäre schön, wenn die einen 7 Minuten starten und die anderen dann bei 3 oder bei 4. Da kann man einfach nach dem anderen zeigen, ist ja hier eigentlich relativ egal. Da das Match ja leider schon entschieden ist, nicht so spannend wie gestern oder vorgestern das Match. Aber das kann man ja nicht immer haben. Manchmal hat man ein bisschen Pech und das haben wir hier auch hier gesehen. Ist nicht ganz so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Ein bisschen Pech. Gehört aber leider dazu. So, jetzt müssen wir hier noch leider noch 4 Minuten warten, bis es soweit ist. Können ja hier von Gruber nochmal den Fight raushauen. Also, Todd, der Rusher. Genau da hast du recht. Da habt ihr wirklich Pech gehabt. Aber was willst du machen? War gegen 3-Star Only am Montag im Match. Genau dasselbe. Der Gegner legt einen Triple vor und er haut 3-Star Only einfach mal 4 Triple hinterher raus. Und da war das Ding eigentlich schon ziemlich weit durch. So. Das ist durch. Also ihr seht's. Die Vorhersage habe ich diesmal aufgelöst. Was hier bei Gruber seinem Fight richtig geil war, schaut es euch an. Der spielt hier King, der spielt hier den Royal. Die gehen da rein, kümmern sich um die Clanburg, kümmern sich um den Royal Champion, kümmern sich dann um den Scattershot und ziehen weiter nach oben Richtung Adler. Die Queen spielt er genau da rein. Die Queen läuft aber wunderbar außenrum und was er nicht macht, er spielt nicht seine Heiler. Er wartet hier wunderschön, bis King und Royal Champion da in der Mitte rausgenommen sind und die räumen da richtig gut auf. Also das war ein richtig geiler Fight hier. Von Gruber muss man ihm lassen, Ehre wem Ehre gebührt. So, ihr seht's, Royal zünden, der nimmt da schön viel raus. Und jetzt, wo die Queen unter Attacke ist, da kommen erst die Heiler ins Spiel. Der Jump war definitiv, den er gleich spielt. Denn Angst, Jump, dass die Queen da auch wirklich in das Loch reingeht. Aber seit dem Update funktioniert das eigentlich relativ gut, aber sicher ist sicher deswegen. Super gemacht. Und jetzt kommt hier von links der Lava Loon Part rein. Nimmt da alles schön raus. Der Warden für meinen Geschmack ein bisschen früh gezündet, weil einfach hinten raus noch der Scattershot steht. Und den Frost, den er hat, den nutzt er für die gegnerische Queen. Das heißt, die Loons, ihr seht schon, kriechen hier richtig eine auf den Sack.
Schierlux. Ja, das müsst ihr. Aber ihr seid erstmal ins Viertelfinale gekommen. Das haben ganz viele andere Clans nicht geschafft. Ihr habt euch hier auch super geschlagen. Ein bisschen Pech dabei gehabt. Ist manchmal so. Die Pläne waren auch gut. Manchmal hat man eine halbe Sekunde zu spät einen Fight geschmissen. Eventuell zu früh den Warden gezündet. Aber das kommt mit der Zeit definitiv rein. Und das sah doch soweit gar nicht so schlecht aus. Und wenn man einen Gegner hat, der so viele Triple holt, dann muss auch wirklich alles passen. Also Kopf hoch, das geht weiter. Wie man sieht, man kann ja auch Rathaus 14 super dreiern. So, jetzt haben wir noch eine Minute Zeit. Das heißt, wir warten hier noch. Und wie gesagt, der erste Fight, der durchgeführt wird, da springen wir rein. Den gucken wir uns an. Obelix, der Gallier, auch mit am Start. Grüß dich. So, 40 Sekunden. Alles klar. Chialux, das kann man sich nicht aussuchen, wer der Gegner ist. Das gehört nun mal dazu. Also der erste Fight kommt hier von Timo. Deswegen hüpfen wir hier rein. Den anderen Fight gucken wir uns natürlich noch in aller Ruhe an. So, ihr seht schon. Die Blimp Richtung Rathaus. Drachen mit am Start. Oh, hoffentlich fliegen da genügend Loons hin. Boah, Schwein gehabt. So, was ist mit dem Tablet los? Ich kann es euch nicht sagen. Hatte ich schon mal. Da hat es rumgesponnen. So, jetzt muss er hier gucken, dass er die Drachen mit den Drachen hier die ganzen Headhunter rausbekommt. Und dann kann er King und Queen spielen. Sehr schönes Timing. Sehr schön, Gruber. Das freut mich. So, hier gucken, wie er da reinzieht mit den Drachen. Früher wurden leider die Loons schon alle raus. Die Queen läuft schön außenrum, drückt die Drachen dadurch in die Mitte. Aber ein paar Drachen laufen außenrum, da hätte er den Headhunter ein bisschen eher spielen können. Aber ich glaube, er hat ja Glück mit dem Tornado. Der zieht dann wieder ein paar Drachen rein, da kann er den Multi rausnehmen. Sehr schöner Frost. Aber hier die Luftabwehr bleibt stehen. Macht ja aber nichts, er hat ja noch die Fledermäuse. Er muss eigentlich nur hier drüben den Scattershot rausholen. Und das soll es dann schon gewesen sein. So, Frost. Der war eine Sekunde zu spät. Noch ein Frost. Sehr schön, das läuft. So, oben der Marketon wird rausgenommen, also. Was willst du sagen bei so einem Gegner? Respekt vor der Leistung. Also. Blutspur-Zippo-Clan machen hier wirklich fast nichts falsch und holen wieder einen Dreier und haben dadurch 28 Sterne geholt. Respekt vor der Leistung und schaut euch die Zeit an. Eine knappe Minute noch Zeit. Das ist hart. Das ist wirklich hart. Und jetzt wollen wir uns natürlich hier noch den Fight anschauen. Also, auf geht's. Wunderschön, haben gewartet. Haben sich hier die Zeit gelassen. Also Glückwunsch an Blutspur. Kann man nicht anders sagen. 28 Sterne hier geholt. Respekt vor der Leistung. So, wer kommt jetzt noch? Es kommt jetzt noch Domi. Leg los. Wir sind alle bei dir. Zeig uns hier noch zum Abschluss einen Dreier. Das wäre natürlich sehr schön. So, warte nicht zu lang. Jetzt geht's los. Wir hüpfen rein. Also, das läuft. So, mal gucken, was wir hier haben. Oben kommt der Wardenburg. Was haben wir noch dabei? Superhexen, keine Blitze. Sehr schön, keine Blimp. Das heißt, er spielt hier die Kaserne auf der Seite. Tomaten für sich ist auch am Start. Servus. So, jetzt muss er aufpassen, dass hier die Eule nicht von der Luftabwehr rausgenommen wird. Aber ich glaube, das hat man auf den Schirm.
Wichtig ist hier, der Adler soll rausgenommen werden. Ah, jetzt kommt die, das reicht nicht. Schade, schade, schade. Das heißt, die Eule ist früh raus. Wie geht's, wie steht's? Mir geht's sehr gut. Ein bisschen spontan heute die ganze Sache. Konnte leider keiner streamen, da habe ich gesagt, das mache ich. Bin aber gerade erst kurz vorm Stream von der Montage von Köln heimgekommen. Deswegen alles hier so ein bisschen sporadisch, wie gesagt. Aber läuft hier trotzdem sehr gut, denke ich mal. Haben so gut wie jeden Fight gesehen. Mein Tablet will nicht so richtig. Das stockt einen kleinen Moment ab und zu mal. Ist wahrscheinlich noch zu viel gestresst von den letzten zwei Tagen, wo wir auch nur gestreamt haben. Also Domi, das sieht hier richtig gut aus. Die Schweine in das Rathaus rein. Jetzt muss er hoffen, dass hier das Rathaus nicht frühzeitig aktiviert wird. Nein, es wird aktiviert. Das heißt, die Schweine können da leider nicht viel machen. Werden rausgenommen. Die sind da etwas verschwendet gewesen auf der Seite, habt ihr gesehen. Sehr schade. Vielleicht schafft oben die Hexe noch die Queen rauszunehmen. Nein, aber die Queen ist schon sehr stark angenockt. Super, der Jump war auch gut. War oben auf jeden Fall der Weg zum Multi frei. Aber so wie das aussieht, laufen alle Truppen außenrum. Und was hier wichtig ist, dass die Heiler hinter den Truppen sind. Sehr schön. Also das kann hier definitiv was werden. Es ist eigentlich nur die Zeit, die gegen ihn spielt. So, die Truppen teilen sich auf. Das passt schon mal. Die Superhexe nimmt da den Scattershot raus. Hoffe ich doch. Komm, das schaffst du. Boah, schafft sie nicht. Aber die Queen holt ihn raus. Sehr schön. Also wie gesagt, es ist eigentlich nur die Zeit. Es braucht eigentlich nur noch hier die Zeit irgendwie was machen. Ah, ist das ärgerlich. Tomatenpfirsich, welcher Clan? Der von meinem kleinen Account, der braucht immer Hilfe. Der von meinem großen Account, da bin ich kein Chef, da kann ich nicht sagen, ob wir Hilfe brauchen, ob wir Spieler brauchen. So, Queen zünden, sehr schön. Domi, da sieht gut aus. Ah, die Heiler fliegen an der Queen vorbei. Ah, es läuft einfach heute nicht. Es läuft einfach heute nicht. Wenn die Heiler da auf die Queen gehen, dann kann das hier ein Triple werden. So reicht dann die Zeit nicht. Komm einfach rein, ist offen, also kein Problem. Sehr schade, Domi. Das war ein guter Fight. Hinten raus die Zeit ein bisschen. Und natürlich die Queen und die Heiler. Die haben einfach nicht zusammengepasst heute. Also, der Tag ist vorbei. Ihr seht schon. Blutspur Zippo Clan gewinnt hier mit 28 zu 21 gegen die Ludolfs. 97,2%. Gegen die Ludolfs mit 91%. Auch keine schlechte Quote, aber gegen so einen Gegner, was will man da machen? Die waren einfach viel zu stark heute. So ist das manchmal. Sieger der Herzen, habe ich gehört. Auf jeden Fall, Grupper. Starke Leistung. Braucht euch nicht schämen. Der One-Star von dir passiert. Ein bisschen Pech gehabt. Ist halt manchmal so. Und gegen so einen Gegner, da muss es schon laufen. Deswegen, also, wie gesagt, Glückwunsch an Blutspur, den Zippo-Clan. Respekt vor der Leistung.